Suchirandrasana, die Nadelöhrpose, ist eine schöne Stellung für die Bauchorgane, aber vor allen Dingen auch zur Kultivierung der Lotusflexibilität. Annika zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage ausgehend, beuge beide Knie und gib dann einen Fuß auf das Knie. Und dann fasse zwischen Unterschenkel und Oberschenkel des gebeugten Knies, beziehungsweise des Knies, wo der Fuß auf dem Oberschenkel ist, fasse dazwischen und fasse dann mit beiden Händen entweder in die Kniekehle oder von außen um das Knie und ziehe das Bein zu dir hin. Die Dehnung in der Hüfte ist umso größer, je näher du den Fuß am Knie hast. Du könntest sagen, du hast mehr die Lotusflexibilität im engeren Sinne, wenn du den Fuß mehr an der Hüftbeuge hast. Aber die Rotationsflexibilität im Hüftgelenk ist stärker, wenn du den Fuß näher am Knie hast. Probiere es aus, atme mehrere Atemzüge lang und versuche dabei in der Hüfte entspannt zu sein. Übertreibe es nicht mit der Dehnung. Es gibt manche Menschen, die haben etwas engere Hüftpfannen und da sollten sie vorsichtig sein bei solchen doch für manche intensiven Dehnungen im Hüftgelenk.